Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Erster Mai ohne Hauptredner. Unser Leben gestalten wir. Vater- und Sohnfiguren in Plauen aufgestellt und 206-Tage-Bilanz der Burgchefin auf Schönfels. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Abendmagazin Tag aktuell vom Mittwoch. Am 1. Mai machen die Gewerkschaften auch in Westsachsen wieder mobil, um für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen, diesmal aber ganz anders als sonst. Auffälligste Änderung: auf der Bühne wird es keinen Hauptredner geben. Stattdessen stehen diejenigen im Mittelpunkt, die Tag ein, Tag aus schuften müssen, um sich und ihre Familien über Wasser zu halten. Der Kampftag steht unter dem Motto: Unser Leben gestalten wir. Die Maikundgebung ohne Hauptredner zu veranstalten, ist da die logische Konsequenz. So ist das. Also in allen Facetten wird das Thema Arbeit und die sie ausführen, die Kolleginnen und Kollegen in den Unternehmen im Mittelpunkt der 1. Mai-Feierlichkeiten hier in Zwickau stellen. Dazu haben wir Musik, Sport und Spiel, Beteiligung, Tasten fühlen, schmecken in vielfältigster Form. Das macht den 1. Mai aus. Wir werden Musik haben mit Out of Tunes am Anfang und mit City ab 16 Uhr. Dazwischen vielfältige Formen von Gespräch, von Arbeitsdarstellung. Die Leute werden sich darüber unterhalten, wie ihre Arbeit aussieht und auch der Änderungsprozess, in dem wir hier mittendrin sind in Zwickau, wenn Sie mal alleine an das Thema Elektromobilität denken. In der Arbeitswelt sieht der Deutsche Gewerkschaftsbund viele Stellen, an denen nachgebessert werden muss. Die Erwerbstätigkeit ist in einem radikalen Wandel, was sich auch in den Forderungen der Gewerkschaften niederschlägt. Ja, es gibt in der Tat viele Baustellen. Also einerseits ist eine technologische Herausforderung schon alleine der Umwandlungsprozess, der auch nicht nur im Elektro stattfindet, sondern wenn Sie ans Digitale denken, in allen möglichen Formen, bis in den letzten Handwerksbetrieb. Aber es ist natürlich vor allen Dingen eine persönliche Herausforderung, zum Beispiel der Frage der beruflichen Weiterbildung, der Weiterqualifikation, der Frage, wie man umgeht mit dem Arbeitsdruck einerseits und der Anforderung, sich immer wieder neu auf Dinge einzustellen. Die Arbeitszeitflexibilisierung, wenn Sie die sehen, an verschiedenen Stellen. Wir werden sehen müssen, dass Arbeit wirklich gerechter verteilt ist. Und 30 Jahre, nachdem wir in einem anderen System sind, ist natürlich auch Zeit, Arbeitsprozesse und Lohnprozesse anzugleichen. Vor der Wende war die Deutsche Demokratische Republik das Niedriglohnland der Bundesrepublik. 30 Jahre später scheint sich daran bei weitem nicht alles geändert zu haben. Na, das ist in einigen Bereichen so und auch in viel zu vielen. Natürlich ist die Frage, dass wir zu mehr Tarifbindung, dann letztlich auch zu höheren Löhnen, abgesicherteren Verhältnissen kommen müssen, ohne Frage. Und gerade dieser Wandlungsprozess ist ja einer, der jeden Einzelnen wieder vor eine Frage stellt, wie er dann auch sein Leben sichern kann. Insofern sind so eine Sicherungsmomente von der sozialen Sicherung über Arbeitslosenversicherung bis Gesundheitsversorgung bis hin zur Pflege, sind alle Dinge daran verbunden in unserem System an dem Faktor Arbeit. Und wenn man alle Prozesse mit dem Faktor Arbeit verbunden hat, dann spielen die natürlich auch in diesem Transformationsprozess die Hauptrolle. Arbeitskraft kostet Geld, das ewige Klagelied der Arbeitgeber. Nun klagen sie auch noch über zu wenige Fachkräfte. Mit höheren Löhnen würden sich aber auch welche finden lassen. Sicherlich würden sie dann mehr Leute finden, vor allem dann, wenn in anderen Gebieten, hier ein paar Kilometer weiter, wesentlich mehr bezahlt wird. Also die Arbeitgeber müssen sich an den Gedanken gewöhnen, dass die Zeiten des personalwirtschaftlichen Paradieses, dass man einfach überall auswählen kann, vorbei sind. Das merken wir in vielen Bereichen. Natürlich muss man dann mehr zahlen und man kann es im Übrigen auch, weil wir haben exorbitant hohe Gewinne an vielen Stellen. Wir haben eine hohe Wertschöpfung. Die Wertschöpfung ist immer weiter gestiegen in den letzten Jahren und natürlich müssen die, die diese Wertschöpfung leisten, auch in angemessenem Maße daran beteiligt werden. Und angemessen heißt eine gute, ordentlich tariffaire Bezahlung. Das Programm für die Maikundgebung auf dem Zwickauer Hauptmarkt hält für die Familien auch wieder kulturelle Leckerbissen bereit. Musikalisch dürfte für jeden das Passende mit dabei sein. Ja, wir starten mit Out of Tune, was im Übrigen ja Leute sind, die selber bei Volkswagen arbeiten, hier in Mosel. Und wir haben dann City am Ende der Veranstaltung und zwischendurch haben wir verschiedene, sowohl vom Band wie Gespräche. Wir haben aber auch viele unterschiedliche Stände. Also man wird nicht nur Programm von der Bühne aus erleben, sondern wir haben viele unterschiedliche Stände, die auch wieder Arbeit darstellen. Ich glaube vom Feuerwehrauto, Polizeiauto über
das Auto und wie es produziert wird schlechthin, aber auch Fragen von dem, wie es medizinische Versorgung, wie es Verwaltung, wie es Handwerk, verschiedenste Formen von Ständen. Und im Übrigen eine gastronomische Versorgung findet natürlich auch statt, weil wenn man feiert, wenn man was trinken, wenn man auch was essen. Das Programm beginnt am 1. Mai um 13 Uhr auf dem Zwickauer Hauptmarkt. Der Auftritt von City ist gegen 16 Uhr geplant. Wegen gefährlicher Körperverletzung steht ein 28-jähriger Syrer nun erneut vor Gericht. Das Urteil gegen ihn wurde bereits gesprochen. Mit diesem ist der Angeklagte jedoch nicht einverstanden und ist in Berufung gegangen. Heute fand die Berufungsauftaktverhandlung im Landgericht Zwickau statt. Ein Jahr und 10 Monate Haft lautete das Urteil gegen den syrischen Angeklagten, der als anerkannter Flüchtling mit Aufenthaltserlaubnis in Deutschland lebt. Bisher war er nur wenig integrationswillig und spricht kaum Deutsch. Angeklagt ist er in mehreren Fällen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten zur Last Hausfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gefährliche Körperverletzung und versuchte gefährliche Körperverletzung sowie Sachbeschädigung. Es geht um insgesamt 4 Taten. Die erste Tat hat sich ereignet oder soll sich ereignet haben am 2. Juni 2018 in Zwickau im Bereich der Nikolaistraße. Dort war die Polizei gerufen worden, weil der Angeklagte einen Streit mit einem Geschädigten angefangen hatte. Als die beiden Polizeibeamten hinzugekommen waren, sollen diese versucht haben, die beiden zu trennen. Der Angeklagte hat gegen die polizeilichen Maßnahmen der Beamten dort Widerstand geleistet durch einfache körperliche Gewalt. Deswegen hat ihn das Amtsgericht wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt. Es gab weitere Taten. Die Tat am Muldendamm soll sich am 19. September 2018 ereignet haben. Dort traf der Angeklagte auf einen Geschädigten, der dort auf einer Parkbank saß. Ohne weitere Veranlassung oder Herausforderung hierzu soll der Angeklagte diesen Geschädigten mit einer Rasierklinge angegriffen haben und mit einem Schnitt in das Gesicht verletzt haben. Er hat dann in der Folge weiter auf den Geschädigten eingewirkt. Vorbeikommende Passanten sollen den Angeklagten dann davon abgehalten, weiter auf den Geschädigten einzuwirken. Ins Gefängnis möchte der 28-Jährige auf keinen Fall. Deshalb zeigte er sich im heutigen Prozess auch geständig und einsichtig. Teils unter Tränen gab er zu, diese Taten begangen zu haben. Schuld an seinen Aggressionen soll auch sein Alkoholkonsum gewesen sein, betonte er selbst. Nun würde er jedoch ein besseres Leben führen wollen, versicherte der Angeklagte. E.O. Plauen und seine Vater- und Sohn-Geschichten gehören zu Plauen wie die Spitze. Optisch war das bisher in der Stadt, außer vor dem Erich-Oser-Haus, allerdings kaum zu sehen. Das ändert sich jetzt. 15 Vater- und Sohn-Figuren weisen künftig den Weg von der Bahnhofstraße zum Museum. Möglich wurde dies durch die finanzielle Unterstützung von Unternehmen aus Plauen und der Region. Die Idee war im Rahmen des Projektes Plauen – Schräg ist Spitze entstanden. Die Figuren sollen die Menschen neugierig machen, die gesamte Wegstrecke zu begehen, um die Bahnhofstraße und Vater und Sohn für sich neu zu entdecken, so Wirtschaftsförderer Eckhard Sorger. Die lebensgroßen Figuren fertigte Holzbildhauer Hartmut Rademann. Farblich komplettiert wurden sie von André Wolf, Annette Tropschuk und Nico Roth. Künftig wird es noch ein Faltblatt zur Vater- und Sohn-Tour geben. Natürlich sind die Figuren auch ein tolles Fotomotiv. Wer möchte, kann seine Fotos auf Instagram mit dem Hashtag EOPlauen hochladen. Die schönsten Motive werden dann unter Plauen im Vogtland auf Instagram erscheinen. Morgen werden die Bus- und Straßenbahnfahrer, Schlosser, Fährleute, Verwaltungsangestellte und Auszubildende im Regionalverkehr Sachsen in den nächsten Warnstreik treten, um ihren Forderungen zur Einkommenserhöhung nochmals Nachdruck zu verleihen. Der Streik beginnt am 25. April um 2 Uhr und dauert 24 Stunden an. Die Arbeitgeber haben in der letzten Tarifverhandlung ein Angebot vorgelegt, mit welchem die Beschäftigten nicht einverstanden sind.
Die Forderung der Arbeitnehmer lautet 15,66 Euro Stundenlohn statt bisherigen 12,30 Euro. Die Arbeitgeber sind jedoch nur bereit, 3% der Tabellenentgelte mehr zu zahlen. Das ist für die Beschäftigten die Aufforderung, vor der nächsten Verhandlungsrunde am 30. April in einen Warnstreik zu treten. In den Unternehmen sind 3013 Arbeitnehmer und Auszubildende beschäftigt. Gefordert wird gleicher Lohn für gleiche Arbeit. In Sachsen-Anhalt erhalten vergleichbare Arbeitnehmer heute schon den Stundenlohn von 15,66 Euro. Aufgrund der Fahrbahnerneuerung wird die B175 in Werdau vom 29. April bis voraussichtlich Ende Juni in zwei Bauabschnitten voll gesperrt. Der erste Bauabschnitt erstreckt sich von der B175 Ortsausgang Zwickau bis zum Kreisverkehr Sorge und dauert voraussichtlich bis zum 25. Mai. Bauabschnitt 2 schließt sich dann an den Kreisverkehr in Sorge an und endet am Ortseingang Werdau. Morgen ist der Tag des Baumes. Rückblickend auf das Jahr 2018 ist festzustellen, dass der Sächsische Wald im vergangenen Jahr durch Stürme und Insekten ziemlich geschädigt wurde. Insgesamt 2 Millionen Kubikmeter Holzeinschlagsmenge wurde 2018 auf den Staatswaldflächen in Sachsen erfasst. Mit einem Anteil von 84% macht der durch Schäden verursachte Holzeinschlag einen wesentlichen Anteil am Gesamtholzeinschlag aus. Diese Menge bedeutete mehr als das Neunfache des Durchschnitts der vergangenen 20 Jahre. Hauptursache für den Schadholzanfall im Jahr 2018 waren Schäden durch Wind und Sturm, insbesondere durch die Sturmtiefs Friederike und Fabienne, welche im letzten Jahr über Sachsen hinweggezogen sind. Der Holzeinschlag aufgrund von Insektenschäden lag bei 14% der Schadholzmenge. Dies war mit rund 235.500 Kubikmeter der höchste Wert der letzten 20 Jahre. Sachsens Fläche ist zu 28% bewaldet. Damit zählt der Freistaat zu den waldärmeren Bundesländern. Jährlich am 25. April wird der Internationale Tag des Baumes begangen, der die Bedeutung des Waldes für den Menschen, die Ökologie und die Wirtschaft im Bewusstsein halten soll. Werbung. Max Pechstein und der Tanz. Erstmals in einer Ausstellung in den Kunstsammlungen Zwickau, Max-Pechstein-Museum. Wie ein roter Faden zieht sich der Tanz durch das Werk des Zwickauer Expressionisten. Tauchen Sie ein in eine energiegeladene Schau mit packenden Werken Pechsteins. Vom 6. April bis zum 14. Juli. Begleitprogramm und weitere Informationen unter kunstsammlungen-zwickau.de. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Shoe Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Shoe Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Sie suchen dringend Mitarbeiter und Auszubildende? Sie haben alles versucht, aber hatten keinen Erfolg? Wir haben die Lösung. Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Du bist interessiert an Großraum- und Schwertransporten und hast Bock, richtig große Autos zu fahren. Mit einem Clip im Stellen- und Ausbildungsmarkt bei TV Westsachsen erhöhen Sie mit uns Ihre Aufmerksamkeit. Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gern. Weil es Spaß macht, weil das Team toll ist, weil ich fit werden will. Weiterhin abnehmen, weil man Leute kennenlernt. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness.
Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung. Alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Eine Burgherrin wurde einst die Inhaberin eines Burglehens genannt. Burgdamen wiederum waren die edlen Geschöpfe, die dort an der Seite ihres Gebieters lebten. Sie jedoch ist weder das eine noch das andere. Sie geht auf Burg Schönfels ein und aus und fühlt sich dort mittlerweile wie zu Hause, Dr. Susanne Lentsch. Die studierte Mittelalterarchäologin ist seit Oktober vergangenen Jahres Chefin auf Burg Schönfels. Vor Amtsantritt schilderte die gebürtige Leipzigerin ihre Pläne. Nun hat TV Westsachsen nachgehakt, was daraus geworden ist. Es ist Usus, 100 Tage nach Amtsantritt die jeweilige Person Resümee ziehen zu lassen. Im Fall von Dr. Susanne Lentsch, die seit 1. Oktober Burgchefin zu Schönfels ist, sind es auf den Tag 206. Was hat sich in dieser Zeit auf einer der kleinsten, aber dennoch eindrucksvollsten Burgen von Sachsen getan? Was ist zum Beispiel daraus geworden, die Geschichte dieses bewohnbaren Wehrbaus vor den Toren von Zwickau noch mehr in den Vordergrund zu rücken? Wir haben zumindest schon mal festgestellt, dass die Burg wahrscheinlich doch ein bisschen komplizierter aufgebaut ist, als wir das bisher dachten. Wir haben ja unsere neuen Räume für die Museumspädagogik im Zuge eines Subotniks freigelegt, musste man tatsächlich so sagen. Wir haben Wände rausgerissen und da hat sich tatsächlich herausgestellt, dass da doch Räume sind, die wir vorher noch nicht so in dem Sinne kannten. Wir sind also noch mitten dabei, wirklich die Geschichte der Burg noch zu schreiben oder wieder zu schreiben. Aber es ist alles sehr spannend und wir haben einen sehr fleißigen Bauforscher, der uns dabei wirklich sehr unterstützt. Angedacht war auch eine Dauerausstellung auf dieser Burg zu zeigen. Wie weit ist da der Stand? Also wir haben die ersten Planungen haben wir abgeschlossen. Wir haben einen Rundgang, das ist immer ganz wichtig, dass man einen roten Faden hat. Den gibt es in der Zwischenzeit. Wir haben jetzt im Zuge der Neugestaltung des Rittersaals haben wir auch die ersten Abschnitte dieser Dauerausstellung schon mal in Planung. Ja, es läuft. Und die Dauerausstellung hat welches Thema? Was umreißt die? Also oben in der Kernburg, in der großen Burg selber, gehen wir sehr aufs Mittelalter ein. Also wir zeigen, wie die Menschen im Mittelalter gelebt haben, wie sie auf der Burg gelebt haben. Also so diese Symbiose zwischen Burg und Mittelalter. Unten in der Unterburg, wo die Kasse ist, gehen wir dann darauf ein, wie die Forscher auf diese Erkenntnisse kommen. Also wir gehen dann dort oder zeigen dann dort, wie die Bauforschung arbeitet, wie die Archäologie arbeitet, wie Restaurierung funktioniert, solche Sachen. Angesprochener Rittersaal wird bis Ende des Jahres nicht nutzbar sein. Fäulnis und Schimmel hatten sich hier breit gemacht. Holzstützen und ein Podest wurden bereits entfernt. Teile davon finden sich aufgearbeitet als Sitzgelegenheiten im Burggarten wieder. Allein 400.000 Euro Fördermittel sollen helfen, dass es hier Ende dieses Jahres erste Veranstaltungen mit bis zu 100 möglichen Gästen geben soll. Viele Gäste wünscht sich das Team um die promovierte Mittelalterarchäologin auch zur neuen großen Sonderausstellung. Unsere neue Sonderausstellung in diesem Jahr heißt Ein Dorf von wilder Wurzel, 650 Jahre Lichtentanne. Lichtentanne hat ja 650 Jahre Ersterwähnung in diesem Jahr. Und wir gehen darauf ein, ob Lichtentanne wirklich nur 650 Jahre alt ist oder ob sie tatsächlich nicht doch älter ist. Und ich kann es schon mal verraten, sie ist natürlich, als Dorf ist sie natürlich sehr, sehr viel älter. Und diese Besiedlungsphase, auf die gehen wir hier ein. Eröffnet wird am 19. Mai und bis in August kann man sie sich dann angucken. Beschaulich zeigt sich derzeit die Ostseite des Daches, weithin sichtbar ganz in Weiß. Das ist die schützende Isolationsfolie.
Bis Anfang Mai wird auch diese mit entsprechenden Ziegeln G- und B-deckt sein. Ähnlich hell wie die Folie soll auch mal die gesamte Fassade erstrahlen. Die Planung besteht tatsächlich auch immer noch und wir können uns auch sehr glücklich schätzen. Wir können nächstes Jahr damit anfangen, die ersten Bauabschnitte wirklich auch von außen, dass wir den alten Putz oder den DDR-Putz runtermachen und dort wieder historischen Putz draufbringen, so wie sie dann im Mittelalter tatsächlich ausgesehen hat. Das geht natürlich nicht in einem Jahr, da kann man nicht die Burg in einem Jahr mal schnell neu putzen oder neu verputzen, sondern das geht in Bauabschnitten und da fangen wir aber nächstes Jahr tatsächlich an mit dem ersten Bauabschnitt. Alles, was wir bisher besprochen haben, kostet natürlich Geld. Dann zwingt sich die Frage auf, wie sieht es denn mit den Finanzen aus? Ist das alles abgesichert? Gibt es Fördermittel? Gibt es da schon Bescheide? Also auch da sind wir sehr glücklich. Dieses Jahr kriegt man noch Fördermittel für den ersten Bauabschnitt, der ja im Moment noch läuft, also die Wiederherstellung des Rittersaals. Für nächstes Jahr wurde uns zumindest auch schon mal mündlich Fördermittel zugesagt. Das heißt, die Außenansicht, gerade der Turm ist nächstes Jahr dran, also der Putz vom Turm kommt runter und es kommt ein historischer Putz wieder drauf. Auch da haben wir jetzt die ersten mündlichen Zusagen für die Fördermittel. Was natürlich immer ein bisschen das Problem ist bei einer kommunalen Einrichtung, sind die Eigenmittel. Wir haben insgesamt eine Planung für die nächsten 5 Jahre. Da werden etwa 6 Millionen gebraucht. Das geht Gott sei Dank relativ viel über Fördermittel, aber auch da sind über 1 Million Eigenmittel dabei. Wir rufen also tatsächlich immer zu Spenden auf, wer bereit ist, ein bisschen was geben oder wer ein bisschen was geben kann. Wir sind über jeden Cent tatsächlich sehr, sehr glücklich. Neue Schritte werden auch in Richtung Veranstaltungsinhalte und Termine gegangen. Wir haben am nächsten Wochenende das Mittelalterfest hier auf der Burg. Das wird eine relativ große Angelegenheit. Wer früh kommt, kriegt auch die guten Parkplätze noch. Wir freuen uns da sehr drüber. Wir hatten ja ein bisschen Schwierigkeiten für dieses Jahr noch schnell jemanden zu finden, der macht. Aber wir konnten Gott sei Dank einspringen. Der Agentur, die das veranstaltet, ist jemand abgesprungen und die haben uns angefragt. Und da haben wir schnell hier geschrien und es ist auch eine sehr schöne Zusammenarbeit. Und wir freuen uns natürlich über viele Gäste. Wenn das Wetter so schön wird wie zu Ostern, können wir uns nur freuen. Es tut sich also unter der Ägide von Burgchefin Susanne Lentsch bereits relativ viel auf der mittelalterlichen Burg. Früher hieß es, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Das hat sich längst als Irrtum erwiesen. Mit gleich 2 Deutungen kommt der Spruch, man lernt nie aus. Beziehungsweise man lernt nie aus. Letzteres trifft das Anliegen der Volkshochschulen wohl kaum treffender. Diese besondere Art der Bildungseinrichtung feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Auch in Zwickau war und ist die VHS ein fester Bestandteil der Bildung. Es sind wohl die Vielfalt und der anerkannte Abschluss, die die Volkshochschule nie an Zuspruch haben verlieren lassen. Ob für großes oder kleines Geld, bei den Wissbegierigen war dies Nebensache. Im Jahr 1919 kostete ein Kurs etwa zwischen 50 Pfennig und 14 Mark maximal. 50 Pfennig war die Einzelveranstaltung und gab es aber auch welche, die kamen so 2 Mark. Das würde ich sagen, ist so der Durchschnitt. Und längere Kurse, also die auch eine ganze Weile dauerten, haben dann halt auch schon ein paar Mark mehr gekostet. Und im Vergleich zu heute, was kostet heute ein Kurs im Durchschnitt? Heute bewegt sich die Spanne, sage ich jetzt mal, in etwa zwischen 5 Euro und es kann auch 250 sein, aber das sind dann schon wirklich sehr spezielle Kurse mit großem Umfang und viel Schwierigkeiten in der Vorbereitung und Durchführung. Aber im Schnitt kann ich sagen, kostet ein Kurs in die 50 Euro. Gegründet wurde der Zwickauer Standort von Dr. Ernst Reichel. Es gab etwa 80 unterschiedliche Kurse, zum Beispiel in Geschichte, Erdkunde oder Bergbau. Untergebracht war die VHS seither in vielen Gebäuden. Mehr oder weniger zentral wird den meisten Zwickauern noch der zu DDR-Zeiten genutzte Trakt am heutigen Käthe-Kollwitz-Gymnasium in der Seminarstraße bekannt sein. Zu DDR-Zeiten war es eher so, dass die Volkshochschule sehr aktiv war in der Nachholung von Schulabschlüssen, also Abendoberschule, Abendgymnasium ist da das Stichwort. Des Weiteren konnten sehr viele berufliche Weiterbildungen wahrgenommen werden und auch schon die Fremdsprachen war ein Feld, was die Volkshochschule bearbeitete.
Heute ist der Landkreis der Träger dieser Einrichtung, ist die VHS auch territorial auf dieses Gebiet aufgeteilt. Die Standorte reichen von Krimmitschau bis Oberlungwitz, von Remse bis Wildenfels. Insgesamt werden weit über 600 Kurse angeboten und auch ganz spezielle. Bei uns ist jetzt ganz neu die Bob Ross Malkurse. Die sind auch sehr gut nachgefragt. Das ist super angelaufen. Da freuen wir uns ganz sehr. Haben wir auch eine kompetente Dozentin gefunden. Und des Weiteren Boxrocks ist was ganz Neues bei uns oder auch Mini-Triathlon und selbst Fit durch Golfen haben wir gerade im Programm. Also auch da würden wir uns über Anmeldungen freuen. Selbstverständlich sind auch noch Englisch, Bewegungskurse und sogar Geschichtstagesbustouren im Angebot. Das richtet sich teilweise auch nach den Dozenten, mit welchen Ideen sie Teilnehmer begeistern können. An sich kann bei uns jeder Dozent werden, der fachlich kompetent ist. Er muss natürlich auch ein pädagogisches oder eine pädagogische Kompetenz mitbringen, ein bisschen ein Gespür dafür, wie man einen Unterricht durchführt. Das muss jetzt nicht immer unbedingt mit einer pädagogischen Ausbildung nachgewiesen sein. Aber das wäre natürlich optimal. Ansonsten hospitieren wir, schauen wir, dass das funktioniert. Wir geben auch immer gerne Hilfestellung. Und dann reicht auch, wenn die Kompetenz da ist für das Fachliche. Und da die Interessen sowie Fertig- und Fähigkeiten unter den Menschen bekanntlich breit gefächert sind, ist die Volkshochschule für fast alle Themen offen. Also wir sind stets interessiert oder suchen stets Kursleiter neue, die halt gewillt sind, ihr Themenfeld weiterzugeben. Gerade im Sprachbereich suchen wir immer wieder Dozenten, Englisch, Deutsch, auch als Fremdsprache, aber auch Italienisch und Spanisch. Aber auch in den Bewegungskursen können wir immer wieder Nachschub gebrauchen, weil doch auch mal Dozenten wieder aufhören. Auch wer kulturell oder künstlich begabt ist, kann sich bei uns melden, aber auch für den Bereich der EDV mit Computern, mit Handy. Auch da haben wir sehr viele Nachfragen nach Kursen und brauchen da auch Dozenten, gerade auch im ländlichen Bereich. Und wer hätte das gedacht? Internet- und Handykurse zum intensiveren Eindringen in die Handhabung von Programmen und Geräten sind zum Beispiel quer durch alle Altersgruppen von großem Interesse. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Ostern geht dank The Firebirds in die Verlängerung. Die Rock'n'Roll-Band aus Leipzig hat sich längst auch im Vogtland einen Namen gemacht und sie kommt besonders gerne in die Spitzenstadt. Für das Plauener Publikum hatten sich die fünf Musiker am Ostersonntag etwas ganz Besonderes ausgedacht. Bei strahlendem Sonnenschein versteckten sie vor der Festhalle Ostereier und die hatten es in sich. Nämlich 3x2 Eintrittskarten für das Firebirds Open Air am 24. August im Parktheater Plauen. Die glücklichen Finder waren Marco Zöfel, Familie Schwantner und Familie Fritsche. Und die werden sich am 24. August gerne an Ostern erinnern. Werbung. Zu Hause ist ja das, wo die Leute leben, die man gerne hat. Alt und jung zusammenleben. Wo auch immer Leben in der Bude ist. Es hält ein bisschen jung. Ja, es hält uns jung, stimmt. Wo man eine Rückzugsmöglichkeit hat. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Das gehört für uns eigentlich zur Wohnqualität, dass die Menschen miteinander auch umgehen können. Idylle, also sprich auch grün in der Gegend. Da, wo ich spielen kann. Entspannen kann. Genügend Platz hat, wo auch mal jemand übernachten kann. Bei jungen Leuten vor allen Dingen kommt mal schnell jemand vorbei. Ich fühle mich hier zu Hause. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Wahre Stärke kommt von innen.
Der neue Citroën C5 Aircross SUV. Der Comfort Class SUV. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Arbeit in der Region gesucht? Im Stellenmarkt bei TV Westsachsen fündig werden? Täglich in unserem Programm. Zukunft. Bereit für mehr. Bereit für Internet in Turbospeed. Surfen mit bis zu 400 Mbit pro Sekunde. Monatlich ab 20 Euro. Jetzt buchen auf pure.com. Der Gasthof Gegengrün und das Gegengrüner Heimateck in Hartmannsdorf bei Kirchberg mit seinen lebensgroßen, beweglichen Figuren, Kinderspielplatz und Biergarten ist immer einen Besuch wert. Der Gasthof Gegengrün ist täglich ab 11 Uhr geöffnet. Ihre Hochzeit oder Familienfeier im Festsaal wird zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Abholung oder Ausfahrt mit dem Oldtimer ist ein einzigartiges Geschenk für Ihren Jubilar. Feiern und übernachten mit der ganzen Familie, Freunden und Bekannten – das ist das Besondere im Gasthof Gegengrün. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Bereits seit Dienstag trainieren 116 kleine oder vielleicht zukünftige Modrics, Bentemas oder Marcellos im Real Madrid Jugendfußballcamp des SV Blau-Weiß-Rebis-Grün. Renommierte Trainer aus der Fußball-Bundesliga und der englischen Premier League leiten Übungsstunden nach dem Vorbild der Nachwuchsausbildung, wie sie bei den Königlichen aus Madrid erfolgt. Dem besten Teilnehmer des Camps winkt als Gast ein Punktspielwochenende in Madrid. Am morgigen Donnerstag ist Tag der offenen Tür in Rebis-Grün. Zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr kann am Sportplatz 6 zugeschaut werden und möglicherweise der eine oder andere Trick angeschaut werden. Beim Ostertanzturnier in Braunschweig und Berlin konnten Paartänzer der TSG Rubin Zwickau sehr achtbare Resultate erzielen. In der höchsten Leistungsklasse der Junioren 2B gingen Franz Elias Gülland und Michelle Vogtmann in Berlin im Feld der Konkurrenz aus ganz Deutschland an den Start. Mit Platz 11 bei ihrem Debüt am Ende eine super Leistung. In Braunschweig gingen auch Maximilian Springer und Luana Kannhäuser in der Jugend B Latein und in der Jugend C Standard aufs Parkett. Mit den Plätzen 9 und 14 konnten auch sie sich im starken Feld gesamtdeutscher Starter gut behaupten. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Zauberwelten, dem einzigartigen Blumenladen seit 10 Jahren in Zwickau. Zauber von Anfang an. Der Donnerstag bringt uns einen kleinen Vorgeschmack auf den Sommer. Der Himmel über Westsachsen ist wolkenlos, die Sonne scheint bis zu 14 Stunden. Das Thermometer erreicht bis zu 27 Grad. Und die Aussichten, am Freitag ist es mit dem strahlenden Sonnenschein erst einmal vorbei. Anfangs ist es wechselnd bewölkt, gegen Nachmittag dann regnerisch bei maximal 18 Grad. Der Samstag ist komplett verregnet und mit Höchstwerten um 13 Grad wird es wieder deutlich kühler. Die Sonne lässt sich aber schon am Sonntag ab und zu wieder blicken. Das Thermometer erreicht maximal 14 Grad. Ja, und das war's auch schon wieder, Ihr Abendmagazin tagaktuell vom Mittwoch. Am morgigen Donnerstag sehen wir uns nicht, denn da läuft ab 19 Uhr die Aufzeichnung der Zwickauer Stadtratssitzung. Schauen Sie doch auch da mal einfach rein. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend und wir sehen uns an dieser Stelle am Freitag wieder.